Es war ein langer Weg, aber sie haben es geschafft. Mit dem 3:0 gestern gegen Ingolstadt können die Adler nicht mehr aus den ersten 6 Plätzen der DEL-Tabelle herausrutschen. Das Viertelfinale, die direkte Qualifikation, ist eingetütet. Der Vorverkauf für die ersten beiden Playoff-Heimspiele hat heute übrigens begonnen. Ein Grund mehr also, nochmal auf den Sonntag zu schauen. Zumal es ja auch, nicht ganz unwichtig, einen neuen Rekord zu vermelden gibt. Gegen Ingolstadt schafften die Adler den 12. Shutout in dieser Saison. Das gab es ligaweit noch nie. Norbert Lang über eine Mannschaft, die das Leben in der Defensive lernt. Die Mannheimer Adler sind unter Trainer Hans Zach ein Team geworden, bei dem Ergebnis deutlich vor Erlebnis steht, wo Effizienz das höchste Gut ist. Gegen Ingolstadt war das eindrucksvoll zu sehen. Aus ihren ersten beiden Chancen machten sie gleich 2 Tore. Zwischen dem 2:0 durch Simon Gamache in der 14. Minute und dem nächsten und letzten Treffer durch John Rowe, 3 Sekunden vor Ende, passierte im Grunde genommen nicht viel. Die Bayern rannten an und prallten an der Mannheimer Defensivwand ab. Für Feinschmecker dieses Sports ist diese Spielweise kaum genießbar. Wer aber nur auf die Ergebnistafel schaut, hat seine helle Freude. Ich glaube, wer jetzt erwartet zu der Jahreszeit, dass man mit Hackespitze tralala den Gegner wegfegt, der hat noch nicht viel Eishockey sonst gesehen. Also um die Jahreszeit ist wichtig, dass man hinten gut steht und dass man am Ende das Spiel gewinnt, egal wie. Und ich denke, wir haben es gut gemacht heute. Hinten gut stehen, diese Kunst, so es denn eine ist, beherrschen sie mittlerweile fast meisterlich. Das gleiche gilt für das Unterzahlspiel. Auch Ingolstadt bekam kaum eine vernünftige Chance mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und wenn, hielt Dennis Endras das, was auf seinen Kasten kam. Nur 24 Gegentore in 178 Unterzahlsituationen bringt die herausragende Quote von 86,5%. Wenn man die ganze Liga auch Eishockey generell, das späte Jahr, das geht normalerweise, ist es schwerer, ein Tor zu schießen. Und man auch gibt einen Spruch, man gewinnt Defense wins Championships. Und da sind wir auch mit beiden Tormann, bauen wir von hinten auf. Und die Abwehr spielt momentan sehr solide. Und wie du sagst, die Powerplay und Special Teams. Denn unter Hans Zach hat sich auch das Powerplay verbessert. Seit der 64-Jährige da ist, steht die Quote bei über 20%. Das ist überdurchschnittlich. Viele wichtige Faktoren sprechen also dafür, dass die Adler gute Playoffs absolvieren werden. Nur das Zusehen ist bisweilen ermüdend. In der Offensive werden wenig nennenswerte Chancen kreiert. Auf eine komplette Saison betrachtet, kostet die Spielweise, die Hans Zach bevorzugt, viele Zuschauer. Jetzt wird sie hingenommen, weil nun nur noch Siege zählen, ob man das nun mag oder nicht.